Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm JPE. So, wir haben hier Cosplay eingestellt und losgeschickt. Hatten ja zum Ende der letzten Folge dann nochmal so einen kleinen, Cosplay-Kurs. Noch so eine kleine Lehrminute, in der wir nochmal was gezeigt haben, wo eben, ja, vor kurzem mal in den Kommentaren nachgefragt wurde und warum nicht auch in ein Video mal einbauen. Wichtig natürlich, Videos immer bis zum Ende schauen, denn da können auch so am Ende schon nochmal so Sachen passieren. Aber jetzt nicht alle Videos einfach nur zum Ende verschieben. Es kann natürlich auch zwischendrin was passieren, also immer komplett anschauen. So, wir nehmen uns das Schneidwerk und fahren zu Feld 16. Dort haben wir, was habe ich gesagt, Hafer haben wir dort stehen. Den werden wir abbauen. Und ja, kam jetzt auch die Tage in den Kommentaren, wo auch jemand einen Spielabsturz, ein Callstack hatte, nachdem er eben ein gemietetes Gerät wieder zurückgegeben hat und da aber eben noch ein Abfahrer auf dieses Gerät eben gewartet hat. Das heißt, da scheint einfach noch so ein kleiner Fehler eben drin zu sein. Müsste man aber vermutlich umgehen können, indem man einfach den Cosplay-Fahrer vorher entlässt oder zumindest den Drescher, den zugewiesenen Drescher abändert und dann erst das Fahrzeug zurückgibt. Er hatte zumindest den Vorteil, dass er eben ja von dem Video wusste, was passieren könnte und hatte deswegen vorher gespeichert. Das heißt, ihm ist da nichts verloren gegangen. Also das sieht man, manchmal macht es doch Vorteile, wenn man hier auch Fehler nicht wegschneidet, sondern sie sendet, weil dann andere diese Fehler bei sich vermeiden können. So. Also ungefähr so werden wir das hier mal abstellen. Klappen auf. Ich gehe aber auch wieder die Innenansicht. Der ist schon zum Abtanken bereit. Ah, sind wir doch ein bisschen weit gefahren. Naja, macht nichts. Fahrwerk einfahren. Brems! Alter, alter, alter. So. Wie sieht denn der Strohhäcksler aus? Der ist ausgeschaltet, würde ich auch sagen. Lassen wir ausgeschaltet. Und dann können wir den Helfer hier starten. Was ist das übrigens? Das ist der normale Helfer jetzt. Oh, ist ja okay. Der normale Helfer sollte hier ja wunderbar funktionieren. Gut, dann können wir uns anschauen, was ernten wir denn in der Zeit? Was haben wir denn? Kartoffeln hätten wir auf der 32, wenn ich das richtig sehe, oder ist das Raps? Könnte auch Raps sein. Und auf der 30, das könnten aber Zuckerrüben sein. Und auf der 24 sind Kartoffeln, stimmt. 24 sind Kartoffeln. Rüben. Kartoffeln. Da hatten wir mit dem kleinen Kartoffelerntern, Kartoffelleger. Jetzt habe ich es. Mann, oh Mann. Gut, dass es die letzte Folge ist. Ich werde ganz durcheinander hier. Hat nur da nämlich noch hantiert. So. Ich habe hier immer noch, wo das Ganze in den Einzelmods ist. Es gibt ja inzwischen auch ein Modpaket. 2 Stunden, 1 Stunde. Ich sag jetzt mal,
Wir kommen mit einer Stunde hin, ansonsten müssen wir halt eine Strafstunde zahlen. So, rechte Maustaste hier deaktivieren. Motor starten. Und dann fahren wir jetzt hier über dieses Feld. Ja, fahren hier gerade den Trampelpfad entlang. Über das Feld rüber. Und warum können wir hier einfach mal über das Feld fahren? Ganz einfach, weil wir es uns kaufen und es damit ja uns gehört. Können wir damit auch machen, was wir wollen. Halt, stehen bleiben. So, kaufen. Das heißt, wir haben schon wieder ein Feld mehr. Unser Besitz, unser Grundbesitz wird größer. Und das möchte ich jetzt auch wirklich hier stetig beibehalten. Wir bekommen ja jetzt auch gutes Geld rein. Wir haben keinen Kredit mehr. Und ja, von dem her würde ich sagen, schauen wir, dass wir da doch immer schön ordentlich reinhauen. So, jetzt überlege ich gerade. Ja, doch, der hatte auf die rechte Seite. Das passt also. Wenn ich dann hier so rum da lang fahre. So, dann werden wir aber hier noch kurz in den Taurus springen. Werden uns mit dem noch einen Anhänger schnappen. Dass wir den als Abfahrer dann verwenden können. So. Ui. Da hat der Winkel nicht gestimmt. So, hier rein. Da ist der Hänger, den du haben sollst. Ja, Überlegung wäre natürlich auch langsam mal, ob wir dann nicht uns auch mal einen LKW noch zulegen. Da es ja auch für LKWs ein paar nette Anbauteile gibt. So. Komm, den können wir auch gerade hier noch tanken. So. Dann müssen wir hier Drescher. Dann machen wir den. Kurs ist 24. Ja, 24. Lagersilo. Gut, aufgetankt ist er auch. Dann können wir den Abfahrer einstellen. Ah, nochmal kurz schauen. Wie viel Prozent hat er denn? Start bei 50. Da machen wir mal 70 draus. So. Und dann klicken wir hier durch. GPS-Modus, GPS aktivieren, dann müssen wir hier mal noch die Arbeitsbreite auf 9 Meter. Das war ein bisschen viel, so können wir machen. Zur Seite, dann aktivieren, Gerät einschalten und Gas geben, glücklich sein. So, Taurus steckt im Verkehr fest, dann müssen wir mal schauen, ob der da nicht alleine wieder rauskommt. Wo genau steckt er denn im Verkehr fest? Da unten. Ja, dann hat er sich da vermutlich doch verkeilt, dass wir eingreifen müssen. Ja. Also. Ja, da steht schon einer hinten dran. So. Jetzt hier. Da geht's weiter. Wunderbar. Ja, und dann bekommen wir doch hier in der Folge die ersten Ernteerfolge noch mit. Und in der nächsten Aufnahmesession, die ja für mich von der Aufnahme jetzt gar nicht so lang dauert, wir haben jetzt heute Samstag und ich denke, am Dienstag werde ich dann schon wieder die nächsten Folgen aufnehmen, also gar nicht so viel Zeit dazwischen. Ja, und dann geht das mit der Ernte weiter und dann denke ich mal, werden wir da die Ernte auch zumindest fertig bekommen, mal schauen, wie es aussieht, mit neuen Feldern bestellen. Ich werde mir gerade nochmal hier einen Schluck, ja, diesmal ist es Cola, was ich hier habe.
So. Anheben, 90 Grad drehen. Das kann man auch noch so ein bisschen darüber schieben. So. Und wieder absenken, weiter geht's. Ja, auch immer wieder die Frage hier, warum nimmst du nicht die Roper, also gut, Roper für Kartoffeln, ja, Kartoffel und Rüben sind halt nun mal unterschiedliche Geräte und da gibt es zwar einige, die sich das inzwischen umgemoddet haben, dass sie beides mit können, muss ich aber sagen, nee, mit sowas wollte ich dann gar nicht unbedingt spielen. Und zum anderen muss ich sagen, ich fand die Roper jetzt beim 13er schon nicht unbedingt die schönste, gerade was den Innenraum angeht. Und jetzt beim 15er, wo eben der Standard auch einfach noch etwas detailreicher geworden ist, finde ich halt einfach, dass die Roper da nicht mehr das Top-Gerät ist. Und dann fahre ich lieber mit so einer unrealistischen Grimme mit 9 Meter als mit einer Roper, die mir einfach optisch nicht so gefällt, mit 4,5 Meter, die also sogar nur die Hälfte an Arbeitsbreite hat. Auch wenn die Roper natürlich wesentlich mehr Funktionen bietet, allein die ganzen unterschiedlichen Lenkarten. Müssen uns aber natürlich auch beachten oder bedenken, dass das natürlich auch alles wiederum Sachen sind, die natürlich ein bisschen auch Auswirkung auf die Performance haben können. Und dass wir dadurch vielleicht auch einfach ein bisschen schlechtere Performance haben. So, wir bleiben mal kurz stehen. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich schon die Version geladen, bei der wir kein O mehr drücken müssen? Nee. Also runtergeladen hatte ich sie, aber dann habe ich sie nicht in den Mod-Ordner gepackt. Hier muss ich noch O drücken. Aber wie gesagt, ich denke, dass ich hier dann eh auf dieses Paket wechseln werde, wo eben die Tektron und die Maxtron gleichzeitig drin sind. Hier bei dem Spielstand im Prinzip halt auch egal. So. Der sogar komplett voll geworden. Wahnsinn. Hier bei dem Spielstand im Prinzip halt auch egal. Hier haben wir ja noch keins der Geräte gekauft, denn durch das Zusammenlegen ist natürlich der Mod-Name etwas anders geworden. Das heißt, das kann Probleme geben, wenn wir eben die Mod dann schon gekauft haben, dass wenn wir die alte Mod löschen, wir das Gerät nicht mehr besitzen. Bei uns hier aber, ja, uninteressant, besitzen wir ja eh nicht. So, fängt er an, hier Kreise zu ziehen? Oder schafft das, loszufahren? Ah, doch, es sieht so aus, als würde er es schaffen, loszufahren. Gut, und wir haben hier unsere erste Runde und ab jetzt werden wir eben die Runden dann auch immer in passenden GPS-Bahnen fahren. Das heißt, jetzt werden wir nochmal ein paar Bahnen haben, die nicht unbedingt die komplette Arbeitsbreite haben, aber eben nach der zweiten Runde haben wir dann auch immer die komplette Arbeitsbreite. Ja, und da kommen ein paar Kartoffeln zusammen, wenn wir eben bedenken, dass wir jetzt ja sogar schon den ersten Hänger wieder voll haben. Und wo haben wir Kartoffeln? Und da hatten wir eh 413. Wahnsinn, also da hatten wir schon ordentlich. Da würde ich mal sagen, da dürfte auch dann durchaus gerne mal eine Kartoffelnachfrage kommen. Ist ja hier durch das Mieten halt auch wirklich nicht so schlimm. Wir haben ja richtig schnell wieder neue Kartoffeln am Hof. So. Die Taste war's. Anheben noch. So. Ja, muss mich erstmal wieder so ein bisschen an die Tasten gewöhnen. Hab jetzt eben auch
Ja, gute anderthalb Wochen kein Lenkrad mehr hier aufgebaut gehabt. Und ja, da es eben ohne Lenkrad nicht so Spaß gemacht hat, eben in der Zeit auch wirklich nur so viel LS gespielt, wie eben auch an Videos dann aufgenommen wurden. Und ansonsten eben, ja, jetzt Mod-Contest technisch nicht wirklich gespielt, sondern eben sich die Mods mal ein bisschen angeschaut. Im Spiel, was passiert, wie sehen sie aus und so weiter, aber jetzt wirklich gespielt würde ich das jetzt nicht nennen. So. Hier haben wir jetzt natürlich eine sehr kleine Arbeitsbreite, aber. Und da kommt. Unser Taurus schon wieder ist leer und ja, noch 2% und dann kriegt er schon wieder Signal abtanken. Und wird schon wieder gut voll. 40 Liter passen rein und 35.000 haben wir schon wieder. 36. Also das wird vermutlich schon wieder voll genug werden. Nicht, ja, 100% werden wir wohl nicht hinbekommen. Weil ich eben einfach auch hier am Ende der Bahn wohl Halt machen werde, oder? Drehe ich rum. Ich denke, ich mache hier Halt. Lasse den abtanken, aber da sehen wir, das ist eben so voll, dass er zumindest dann wieder abtankt. So, da haben wir es. Da können wir überladen. Wunderbar. Oh, und wir haben schon wieder Überlänge. Schon fast 17 Minuten. Ja, wir werden hier jetzt noch warten. Den einmal hier wieder auf die Reise schicken. Unser Fahrzeug noch um 90 Grad drehen. So, da hinten kann noch ein bisschen was hin. Ja, 98% sind es geworden. Da kann er losteasern. Nee, da muss er noch mal umdrehen. So, fahren wir. Ey, 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 Freundchen. So. Haben wir sogar hier die Bahn noch fertig gefahren. Gut, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich gerne wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.